Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge mit Dave the Diver. So, wir können jetzt einmal hier runterspringen. Wir sollen ja in die Tiefen hinabtauchen. Natürlich sollte man diesmal auch ein paar Fische mitnehmen. Beim letzten Mal hat man ja den Riesenkalmar besiegt. Ja, dann letzten Endes doch nicht so schwer wie gedacht. Okay. Und flupp. Okay, was ist das? Moment! Du warst es also, derjenige, der dem Meer geschadet hat. Du hast dich sogar übergeben, du ekelhafte Kreatur. Warte, das war ich nicht, das war... Ich habe keine Zeit für lahme Ausreden. Jetzt, da du von John Watson von Sea Blue, dem Wächter des Meeres, erwischt wurdest, kommst du nicht so einfach davon. Ich verarbeite dich zu Fischfutter. Na nu? Was ist jetzt los? Oh mein Poseidon, das ist alles deine Schuld. Du hast das der kostbaren See angetan. Du bist derjenige, der mit Bomben um sich wirft. Und alles, was ich tue, ist ein paar Fische zu fangen, damit das Restaurant läuft. Warum wirfst du nicht ein Auge auf die Fischereifahrzeuge, die für den Fang von Tausenden von Fischen verantwortlich sind, statt auf einzelne Taucher wie mich? Genug gelabert, ich sorge dafür, dass du dein Maul hältst. Los geht's! John Watson! Das hat man nicht erwartet. Okay. Haben wir jetzt endlich. Puh. Ach, wie kannst du es wagen, dich gegen mich zu wehren? Ich bin John Watson. Ich war bei den Navy Seals. Das sollte als Warnung genügen. Ich halte mich erst einmal zurück, um die Umwelt zu schützen. Aber ich werde dich nicht ungestraft davon kommen lassen, wenn du weiterhin dem Meer Schaden zufügst. Wir beobachten dich. Puh, John Watson. Jetzt geht er da rein. Er hat sich einen Weg in seine Fluchtrichtung aufgetan. Ich sollte da mal lang gehen, um zum Signal zu gelangen. Tja. Aufgefüllt. Gehen wir mal hier rein. Okay. Keinerlei Fische. Ah, jetzt haben wir Fische. Da müssen wir doch ein paar Fische holen. Haben wir jetzt auch 10 rote Seesterne. Ja, da haben wir jetzt noch nicht ab. Können wir hier durch? Nee. Da müssen wir hier rum. Okay.
Braune Muschel. Blaue Muschel. Wahrscheinlich braune Muschel. Apfeln nennt man es höchstens noch weitere Waffe holen. Okay, sollten wir mal dieses C jetzt ausprobieren. Also gehen wir mal noch ein Stück nach unten. Noch ein bisschen was, keine Panik, keine Panik. Okay. Sehr schön. Jawohl, haben wir noch geschafft. Langnasensägehai. Okay. Ah, jetzt haben wir einige Fische. Sehr gut. Alles klar. Wer kommt jetzt? Yeah! Du scheinst heute so voller Energie zu sein. Ich habe eine Benachrichtigung über eine Postkarte auf deiner Meereskarten-App gesehen. Es ist die Riesenkalmar-Postkarte. Wie hast du die bekommen? Die Karte ist extrem selten. Naja, ich war gerade auf dem Weg, eine Lieferung abzugeben und wie das der Zufall wollte. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber auf jeden Fall hast du erstaunliche Fortschritte gemacht. Versuche mal, alle seltenen Postkarten zu sammeln. Dann passiert bestimmt was richtig Gutes. Okay. Ach, und wenn du dich in neue Regionen wagst, zum Beispiel in die Tiefen, dann wird die Meereskarten-KI ein neues Kartenpaket freischalten. Okay, vergiss nicht, auch in den neuen Regionen Meereskarten zu sammeln. Tschüssi, tut tut. Wenn du ein neues Gebiet betrittst, öffnet sich eine neue Kartenpaketliste. Verwende die Meereskarten-App, um nach neuem Fisch zu suchen. Na klar. Okay, was haben wir da? Zahn des Riesenkalmars. Können wir nochmal in den Laden schauen? Okay, das ist alles verkauft. Ja, nehmen wir doch mal die Sauerstoffkapsel mit. Schauen wir auf unser Smartphone. Okay, da haben wir den Langnasensägehai. Okay. Das können wir liefern. 30 Forschungspunkte. Okay, das haben wir schon geliefert. Und dann, so geht's weiter. Na gut, dann gehen wir mal wieder runter. Was haben wir hier noch anzuschauen? Eco-Watcher. Okay, weil es hier was Neues gibt. Jo. Na gut, haben wir immer noch was. Okay, das ist ja der Riesenkalmar. Ah, jetzt passt's. Und jetzt gehen wir runter. Der Juwelenfahnenbarsch.
Und flupp. Ja, hier kommen wir schon leichter runter. Schwimmen wir mal dezent vorbei, wenn wir können. Okay, 8 Kilo. Okay, gehen wir mal hierher, hier gibt es wieder Zutat. Kurkuma. Nee, den will ich jetzt nicht. Nee. Luft wird knapp. Okay, das haben wir leider nicht geschafft. Jetzt können wir nur eins mitnehmen, dann nehmen wir den Zackenbausch mit. Ja, schade. Da müssen wir das nächste Mal dann trotzdem schauen, die platt zu machen. Okay, ja, schade drum. Ja. Genau. Was ist los? Bist du beschäftigt? Hallo. Gerade nicht, worum geht es? Wir haben einen seltsamen Gast an der Sushi-Bar. Könntest du einen Moment drüber kommen? Das kann ich als Manager nicht ignorieren. Ich komme sofort drüber. Ein lauter Gast. Okay, was haben wir da noch? Okay, das war der Zackenbarsch. Was ist mit dem Laufengast? Wer wagt es, mich zu stören? Tut mir leid, wir haben noch nicht geöffnet, du kannst nicht einfach so reinkommen. Na, wenn du nicht mal streng bist, ich habe nur ein paar Worte geäußert. Ich war schon lange nicht mehr am Strand und das weckt alte Erinnerungen. Ich war ein großartiger Taucher, bevor ich eine Harpune ins Knie bekam. Du warst also ein Taucher, ich bin auch ein Taucher. Hey, da kennst du sicher den Traum des Tauchers, in allen Meeren der Welt zu schwimmen. Korallenwälder, Pottwalherden, Kämpfe um Leben und Tod mit Tigerhaien. Da fällt mir ein, dass ich sehr gerne essen würde. Welches Gericht meinst du? Als ich klein war, war in meinem Fischerdorf Muränen-Curry berühmt. Ich kann den Geschmack einfach nicht vergessen. Wenn du dieses Gericht zubereiten könntest, werde ich dir möglicherweise ein schönes Geschenk machen. Muränen-Curry. Muränen verstecken sich zwischen den Felsen, was es schwierig macht, sie zu fangen. Wie kommt man an eine ran? Du weißt, wie man taucht, aber von Ökologie hast du nicht so viel Ahnung, was? Muränen sind nachtaktiv und kommen nur nachts heraus. Besitzt du die Ausrüstung zum Nachttauchen? Oh, ich habe kürzlich eine Taschenlampe bekommen. Das sollte erstmal genügen. Muränen sind nachtaktiv. Bitte geh zum Nachttauchen und fang eine Muräne, um meinen Wunsch zu erfüllen. Ich bin schon lange nicht mehr nachts tauchen gewesen. Vielleicht versuche ich es mal.
Du kannst jetzt einmal pro Nacht tauchen. In der Nacht sind viele garstige, nachtaktive Fische unterwegs. Aber du wirst auch exotischen Fischen begegnen. Achte stets auf die Öffnungszeiten der Sushi-Bar. Okay. Die können wir mal veredeln. Aber natürlich gleich wieder überspringen. Veredeln wir alles. Okay, und dann schauen wir mal. Hier 56, das ist gut. Okay, 39. Da waren wir doch hier mal 39. Ist ja nicht so tolle. Feuerfisch. Schauen wir mal, 2 ist ein bisschen sehr mager. 15. Nochmal 15. 2 Menüs können wir noch. Ja, dann machen wir halt 11. Sagen wir halt 16. Ja. Okay. Können wir forschen. Okay, das springen wir auch mal. Interieur. Aber wir haben nicht so viel Geld im Moment. Das lassen wir jetzt. Machen wir erst einmal ein bisschen Kohle. Jetzt machen wir erst einmal ein bisschen Kohle und dann schauen wir weiter. Okay, da rattert die Kohle rein. Okay. Ja, mehr haben wir leider nicht. Okay. Und Tag 24 und wiederum sonnig. Sehr schön. Okay. Nee, wir müssen Serviri Morena Curry. Das werden wir noch sehen, wie das funktioniert. Wenn wir dann in der Nacht hier runterkommen, wahrscheinlich ist dann heute Nacht, gibt es die Möglichkeit hier, was ist das? Dreifachachsel. Okay. Schaden 32.
So, Smartphone gibt es wahrscheinlich nichts Besonderes. Okay, das können wir herstellen. Hilft uns aber nichts. Und dann müssen wir hier ran. Obwohl, naja, das kann man dann vielleicht einmal aufwerten bei Gelegenheit. Okay. Ja, das nächste kostet dann fast 10.000. Naja. Aber das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob wir jetzt einmal runterkommen, weiter in die Tiefe hinab. Okay, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.